Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Vormittagssitzung auf der Bühne 3. Wir haben drei interessante Vorträge heute. Der erste wird sein. Verzeihung. Der erste sein, freie Klima- und Wetterdaten nutzbar machen, Stand, Ideen und Produkte aus dem Forschungsprojekt FAIR. Ich begrüße die Vortragenden, die anwesend sind auch. Es wird ein Video geben, aber Sie haben die Möglichkeit, rechts oben in der Menüleiste Fragen direkt dort einzufragen. Also bitte nicht in den Chat einfragen, sondern in den Fragenblock, sodass dann ein Upvote durchgeführt werden kann von den Teilnehmern und bestimmte Fragen priorisiert werden, wenn es mehrere Fragen gibt. So, dann freue ich mich auf den ersten Vortrag und die Vortragenden, nämlich Marc Janssen und Christopher Frank. So, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag zum Forschungsprojekt FAIR. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen dieses Projekt, dieses wirklich interessante Projekt aus meiner Perspektive vorstellen darf. Ich bin Christopher Frank, arbeite bei der CIS-TDI als Forschungsleiter, habe tatsächlich vor 2 Jahren bei der CIS angefangen, habe eigentlich Meteorologie studiert und deswegen habe ich hier auch einen sehr schönen Eingang in das Unternehmen CIS-TDI mit dem Forschungsprojekt FAIR gefunden. Denn es ist eigentlich ein IT-Unternehmen und ich bin ja Meteorologe, aber es geht in diesem Projekt eben explizit darum, freie Klima- und Wetterdaten anwenderfreundlich aufzubereiten, sodass diese tatsächlich auch in der Wirtschaft ihren Nutzen direkt bringen können. Also sehr schön anwendernah, aber immer noch mit dem Fokus meteorologische Daten. Ich möchte Ihnen heute den Stand präsentieren von diesem Forschungsprojekt, das jetzt seit 2 Jahren läuft und noch ein knappes Jahr Laufzeit hat. Das heißt, wir sind noch mittendrin, wir sind noch agil, wir passen unsere Ergebnisse noch an, wir passen unsere Implementation noch an, auch an neue Ideen, Wünsche und so weiter und Verbesserungsvorschläge. Ich möchte Ihnen die Produkte zeigen, die wir bisher erstellt haben und hoffe, dass wir im Anschluss auf eine schöne Diskussion kommen. Das Forschungsprojekt ist gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des mFund. Wir sind 9 Partner in diesem Forschungsprojekt, sehr groß aufgestellt. Wir haben den Deutschen Wetterdienst dabei. Wir haben 3 Anwender aus dem Windsektor, aus dem Verkehrssektor und aus dem Großeventsektor, die diese Daten direkt nutzen möchten. Wir haben Universitäten dabei und IT-Unternehmen, die dann tatsächlich das auch technisch umsetzen können, diese heterogenen meteorologischen Daten für die Anwendung aufzubereiten. Nun gehen wir mal in die Motivation über. Wir beschäftigen uns mit dem Wetter. Warum? Naja, etwa 80% der Wirtschaft weltweit ist vom Wetter abhängig. Das ist so eine Schätzung, die häufiger mal so im Netz kursiert. Die habe ich hier einfach mal mit aufgenommen, denn ich denke, daran ist viel Wahrheit zu finden. Nun, warum eigentlich offene Daten? Ich denke, da laufe ich hier offene Türen ein. Sie bei der Foskis wissen genau, in offenen Daten steckt extrem viel Potenzial. Es erzeugt wirtschaftliches Wachstum. Es fördert Innovationen in der Wirtschaft. Die Verwaltung profitiert. Die Zivilgesellschaft profitiert. Weiterhin, warum offene Daten? Naja, der direkte und indirekte Nutzen offener Daten wird alleine in Deutschland auf 43,1 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das laut einer Studie 2016 von Markus M. Dapp. Enormes Potenzial, das auch stetig steigt, wenn man sich das in der Historie anschaut. Nun, wo kommen denn nun eigentlich die Wetterdaten, die Anwendungen
Wetterdaten jetzt wirklich her? Wir haben ja in der Mitte eben diesen Pool, diesen offenen Datenpool, und das ist eben der deutsche Wetterdienst, der die Daten für unterschiedlichste Anwendungszweige bereitstellt, darunter Transport und Logistik, Flugverkehr, Verkehr und aber auch Industrie 4.0, die Energiewirtschaft. Nun, was ist aber denn eigentlich der Auftrag des Deutschen Wetterdienstes? Ja, wir wissen, der Deutsche Wetterdienst, der berät die unterschiedlichen Sektoren schon seit Jahrzehnten, bereitet die Daten auf. Aber es gibt jetzt eine neue Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes seit 2017, die da sagt, dass die Geodaten, die dort erzeugt werden, großzügig bereitgestellt werden sollen, auch in ihrer reinen Form, um damit eine wirtschaftliche Weiternutzung durch Dritte zu ermöglichen. Dabei liegt der Fokus zunächst in dieser Regelung auf Open Data. Ja, Open Data, nicht unbedingt Smart Services, so dass die Daten direkt auch genutzt werden können, sondern erstmal bitte Rohdaten auch bereitstellen. Ja, das wurde dann auch schnell gemacht. Das ist super, damit man eben auch die Rohdaten bekommt in der Wirtschaft und die Möglichkeit bekommt, diese zu verarbeiten und in die Anwendung herein zu integrieren, zu bringen. Und es entstand dann natürlich auf ein Open Data Portal. Dass dieses dann recht komplex aussehen würde, wenn man Rohdaten von meteorologischen Daten hat, war jetzt erstmal dann der Wirtschaft vielleicht nicht so bekannt. Das hieß aber, man traf da auf eine Hürde, auf mehrere Hürden. Das heißt, es gibt jetzt diesen HTTPS-Server, über den die hochwertigen amtlichen Daten hochaktuell auch bereitgestellt werden. Aber diese sind wenig angereichert mit Metainformationen. Es werden viele Abkürzungen genutzt. Es gibt unterschiedliche Ordner, wo man sich nicht mehr auskennt sehr schnell, weil eben sehr viele Abkürzungen genutzt werden. Selbst Meteorologen, erfahrene Meteorologen, wissen häufig dann nicht mehr direkt, was ist das eigentlich für ein Produkt, was steht da jetzt tatsächlich drin an Informationen, inhaltliche Informationen. Da möchte man ja in der Anwendung dran. Man hat es mit wenigen Schnittstellen hier zu tun. Man hat riesige Datenfiles unter Umständen. Das heißt, man muss auch mit großen Datenfiles umgehen können, diese herunterladen, was auch sehr lang dauern kann. Und man muss eben die Infrastruktur auch mitbringen, um eben solche großen Datenformate überhaupt herunterladen zu können. Hat man es auch mit sehr vielen unterschiedlichen meteorologischen Datenformaten zu tun. Es sind nun mal Rohdaten und die Meteorologie ist nach der Armee der Sektor, der am meisten Daten produziert. Entsprechend hat man in der Historie Datenformate aufgebaut, die darauf optimiert sind, riesige Datenmengen zu halten, ohne extrem viel Speicherplatz einzunehmen. Und das sind eben nicht unbedingt die anwenderfreundlichsten Datenformate, die jetzt extrem bekannt sind in der Wirtschaft, sowas wie GeoJSON oder CSV, das wird in der Meteorologie halt eher nicht genutzt. Das heißt, man hat auch hier die Hürde, wie kann ich überhaupt an die Daten rankommen, wie kann ich die öffnen, erstmal sehen. Und genau an diesen Hürden möchten wir mit FAIR helfen. Wir möchten hier eine Schnittstelle bauen, dass die Daten einfach bereitgestellt werden in den Formaten, die man haben möchte. So. Nun, wir haben hier nochmal das Bild. Die meteorologischen Daten vom Deutschen Wetterdienst in der Mitte und eben die großen Fragezeichen. Wie können wir die denn jetzt nutzen? Wie kommen die denn jetzt eigentlich in die Wirtschaft rein? Sie sind zwar als Rohdaten da, aber es ist eben eine Hürde da. Und da arbeiten wir als FAIR. Und was hier eben auch dazugekommen sind, ist diese Bidirektionalität. Auch Pfeile von der Wirtschaft zum Deutschen Wetterdienst hin sind hier gezeichnet. Das zeigt auch, wir kümmern uns nicht nur darum, Daten zur Wirtschaft zu bringen, sondern eben auch zurück zum Deutschen Wetterdienst. Das ist sehr hilfreich für den Deutschen Wetterdienst, denn desto besser, an desto mehr Orten man die meteorologischen Parameter kennt, den Zustand der Atmosphäre kennt, desto besser
kann man eine Wettervorhersage machen. Desto besser kann man die meteorologischen Modelle tunen, um bessere Produkte zu erzeugen. Man kann besseres Post-Processing machen und so weiter. Hierfür bauen wir eben auch eine Schnittstelle, damit diese Bereitstellung sehr einfach möglich wird. Hier unten auch noch ein paar Schlagwörter. Wir beschäftigen uns mit Web Feature Services, mit WMS, mit unterschiedlichen Formaten wie GML, GeoJSON, CSV. Wir machen Visualisierung der meteorologischen Daten. Wir machen Metainformationen, Aufbereitung, damit man die Daten besser findet, Koordinatentransformationen, Datenreduktion und so weiter. So, was sind die wesentlichen Ziele? Zielsetzungen sind im Wesentlichen drei Stück. Wir möchten die Daten anwenderfreundlich bereitstellen in Richtung Wirtschaft. Wir möchten zusätzliche Daten für den Deutschen Wetterdienst erschließen. Und im Rahmen des Projekts validieren wir die bereitgestellten prototypischen Datenprodukte beim Deutschen Wetterdienst, ob diese wirklich einen Mehrwert auch für den Deutschen Wetterdienst erzeugen. Nun, wir konzentrieren uns in diesem Vortrag vornehmlich auf dieses erste Ziel. Ich möchte Ihnen das zeigen, wie wir das eigentlich umsetzen für unterschiedliche Anwendungsszenarien. Beziehungsweise hier eigentlich hauptsächlich auch mit dem Fokus auf den Windenergiesektor. Nun, wir schauen hier hauptsächlich auf die Auffindbarkeitsverbesserung und wir möchten die Daten eben zugänglicher machen. Was sind die Anwendungsszenarien? Wir haben drei Stück mit im Projekt, wie schon am Anfang erwähnt, haben wir auch drei Anwender und mit diesen haben wir Anforderungserhebungen durchgeführt. Wir haben einmal die BayWa.re, die auch Windparks baut und betreibt. Das heißt, dieses erste Anwendungsszenario ist, wir möchten Wetterdaten für den Windsektor bereitstellen zur Planung von Windparks. Dann haben wir das als zweite Anwendungsszenario, die wetterabhängige Verkehrsführung. Das heißt, mit der YellowMap AG haben wir einen Anwender hier mit drin, der eben an eine anwenderfreundliche Bereitstellung die Anforderung gestellt hat zur Verwertung der Wetterdaten bei der Verkehrsführung mit dem Spezialfall der Elektromobilität. Die Elektromobilität hat eine besondere Abhängigkeit von dem Wetter, denn Batteriespeicher ist extrem abhängig davon, welche Temperatur wir draußen haben, aber auch natürlich vom Wind. Also die Reichweite ist extrem abhängig von dem Wetter selbst. Und Sie möchten mit diesen einfachen Zugängen, mit einer API im Idealfall, hier die Möglichkeit bekommen, Wetterinformationen mit beim Routing zu berücksichtigen. Der dritte Punkt ist, wir unterstützen die KME, also die Karlsruhe Marketing und Event GmbH, die auch Teil des Konsortiums ist, dabei die Planung zu optimieren, den Prozess, die Planung eines Festivals zu optimieren mit Wetterinformationen im Hintergrund. Das Konsumverhalten ist abhängig vom Wetter. Das heißt, unterschiedliche Dinge müssen im Vorfeld bestellt werden, aber auch der ganze Prozess, der Aufbau von einem Festival, das draußen stattfindet, hängt vom Wetter ab. Wann kann ich die Bühne aufbauen? Wann kann ich einen Kran aufstellen? Funktioniert das überhaupt? Muss ich damit rechnen, dass meine ganze Wiese vermatscht ist, weil es so viel geregnet hat oder ähnliches? Dafür bauen wir eben auch eine App. So, wir konzentrieren uns aber im Folgenden auf den Windsektor. Nun, um uns darauf zu konzentrieren, möchte ich einmal noch mal kurz wiederholen, was sind eigentlich die Anforderungen aus der Windbranche? Zunächst einmal der erste Punkt, ein einfacher und ja, auch schneller Zugriff auf historische Winddaten, wobei schnell ist hier eigentlich nicht der Fokus. Der Fokus ist eher darauf, einfach und an beliebigen Orten und Höhen, da wo eben so eine Windkraftanlage jetzt geplant werden soll und das in CSV-Format und das am liebsten als eine lange Zeitserie über Jahrzehnte in möglichst hoher Auflösung, also mindestens mal stündlicher Auflösung sollten Informationen über die Windgeschwindigkeit und Windrichtung, die Höhigkeit und Ähnliches
bereitgestellt werden. Das am liebsten im CSV-Format, aber auch das EFS-Format ist hier sehr gewünscht. Der zweite Punkt ist, sehr gerne gesehen wäre hier nach Wünschen eben eine Aufbereitung der Daten, eine visuelle, zum Beispiel als Windrose, Energierose und aber auch die Angabe statistischer Kennzahlen der Winddaten, also eine Beschreibung der Verteilungsfunktion, die sogenannten Weibull-Parameter. Das haben wir alles aufgenommen am Anfang und möchten eben umsetzen, das würden wir gerne eben anwenderfreundlich bereitstellen. Auf Basis der Rohdaten des Deutschen Wetterdienstes in Richtung der Wirtschaft. Nun, wie setzen wir das Ganze denn eigentlich um? Was ist denn unser Konzept in FAIR? Wir entwickeln hier einzelne Dienste zur Bereitstellung von erstmal Metadaten, ja, dass man eben Daten auch erstmal einfach verfinden kann. Wir entwickeln einzelne Dienste zur Datenbereitstellung, also erstmal zum Bezug dieser Daten, zur Weiterverarbeitung dieser Daten, zur Filterung und dann eben auch zur Integration in die eigenen Prozesse. Dazu entwickeln wir aber auch noch ein Portal, eine GUI-basierte Download-Möglichkeit dieser Wetterdaten, die sich dann über welches man konfigurieren kann und dann bestellen kann. Und im Hintergrund im Portal werden dann vollautomatisch die Dienste zusammengesteckt, die man braucht, um dieses spezifische Produkt zu erhalten und dann eben bereitzustellen. Nun, die FAIR-Dienste, welche sind das eigentlich, die dann genutzt werden, bereitgestellt werden, über das FAIR-Portal eben dann auch genutzt werden? Nun, zum Ersten ist es ein Rohdatendienst. Der macht erstmal nichts weiter, als die Daten, die Rohdaten vom Deutschen Wetterdienst, von diesem HTTPS-Server in die FAIR-Architektur herunterzuladen. Wir machen hier Qualitätsprüfungen auf Redundanzfreiheit, damit wir eben Daten nicht mehrfach herunterziehen, sondern Eindeutigkeit haben. Wir machen Vollständigkeitsprüfungen und noch ein paar weitere Qualitätsprüfungen. Das Ganze soll möglichst geschwindigkeitsoptimiert stattfinden. Und dabei achten wir dann zunächst einmal hauptsächlich darauf, wir laden so wenig wie möglich herunter, aber so viel wie nötig, selbstverständlich. So, wir haben einen PostgreSQL-Dienst. Das heißt, um die Flexibilität aufzubauen, wir möchten die Daten ja auch in möglichst vielen Formaten abgeben können, möchten wir die Daten in der Postgres haben. Deswegen haben wir hier einen Dienst gebaut zur Integration der heterogenen Rohdaten in eine PostgreSQL-Datenbank. Bei der Integration ist uns aufgefallen, naja, die Datenmenge vervielfacht sich unter Umständen oder tut es eigentlich immer aufgrund der Indizes, die mit angelegt werden, die ja diesen schnellen Zugriff dann auch in der Datenbank auf die Daten ermöglicht. Und deswegen machen wir Vorprozessierungen auf Kommandozeilenebene mit zum Beispiel einem kleinen Data Operator. Machen räumliche Filterung, zeitliche Filterung, Koordinatentransformation und noch andere kleine Dinge. Wir haben hier hauptsächlich verfügbar gemacht oder die Integration, die hier möglich ist, ist für CRIP-2-Daten, für NetCDF-Daten und KML-Daten, Datensätze explizit, die in den Formaten bereitgestellt werden vom Deutschen Wetterdienst und die wir jetzt hier auch schon integriert haben, sind Cosmorea 6, ICON, BahnMOS und MOSMIX. MOSMIX ist aktuell in Arbeit, das ist eben das KML-Dateiformat. Nun, wir haben auch einen Metadatendienst entwickelt, basierend auf dem Geo-Network, über das eben eine schnelle Auffindbarkeit der Daten ermöglicht wird. Hier ist auch ein Screenshot dargestellt. Es gibt hier eine übersichtliche Datenbeschreibung. Man bekommt die ganzen Links zu den einzelnen Bereitstellungsquellen, einmal auf dem HTTPS-Server, aber eben auch, ob es über FAIR bereitgestellt wird. Wir haben diesen Windrosendienst, eine Windrosen-API zur Visualisierung der Windrichtungen und Geschwindigkeiten. Das Ganze wird als SVG abgegeben, diese Windrose. Aber wenn man die Daten selbst, die hier geplottet werden, haben möchte, können wir diese auch als TSV eben abgeben. Wir haben das Ganze eben auch als Energierose. In der Energierose geht es nicht darum, wo kommt der Wind hauptsächlich her oder in der Statistik her, aus welcher Windrichtung, sondern welche Energiedichte ist eigentlich in diesem Wind vorhanden, aus welcher Richtung.
Dann haben wir einen Weibull-Dienst entwickelt zur Erzeugung der Weibull-Parameter. Dieser beschreibt die Verteilungsfunktion in der auftretenden Bildgeschwindigkeit. So, wie sieht das Ganze aus, wenn man das für den Anwendungsfall Windenergie jetzt herunterladen möchte? Hier haben wir das FAIR-Portal. Wir haben hier ein Benutzerkonto. Wir können also die Historie wiederfinden als einzelner Nutzer. Wir sehen hier eine Übersicht der unterschiedlichen Produkte, Cosmorea 6, Cosmorea 2, Synop. Und wenn wir das jetzt genauer angucken, haben wir hier eine einfache Produktauswahl mit einer Metadatenbeschreibung direkt. Cosmorea 6 ist eben ein Datensatz mit historischen Daten. Dann hier eine direkte Datenauswahl, die einfach ersichtlich ist. Man kann hier die Windgeschwindigkeit herunterladen, man kann den Druck auf Meereshöhe herunterladen, man kann die Temperatur in Meter, in 2 Metern herunterladen, man kann eine Zeitspanne angeben, die SI-Einheit angeben, man kann sich unterschiedliche Datenpunkte aussuchen mit einem Rechteck, mit einem Polygon, man kann sich eben unterschiedliche Dinge visualisieren. Man hat die direkte Download-Möglichkeit. Ja, soweit. Zusammenfassung. Wir haben eben 3 wichtige Punkte. Die Welt braucht meteorologische Daten für unterschiedlichste Anwendungen. Wir haben den 2. Punkt, die aktuelle Bereitstellungswege erlauben, naja, für einen Teil der Daten noch keine automatisierte Nutzung. Und der 3. Punkt, der wesentlich ist, FAIR bietet Dienste für einen einfachen Bezug und die Integration von meteorologischen Daten über Portal und Dienst. Wir bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat uns sehr gefreut, diesen Vortrag vorzubereiten. Ich bedanke mich nochmal bei den 3 weiteren Beteiligten an diesem Vortrag, die direkt mitgewirkt haben und natürlich bei allen, die inhaltlich an den Produkten mitgewirkt haben. Ich freue mich auf eine schöne Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank und ja, kontaktieren Sie uns auch im Nachgang selbstverständlich sehr gerne. Schönen Tag, bis später. Vielen Dank für den sehr informativen Vortrag über euer, wie ich finde, wichtiges und auch interessantes Projekt. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Die meisten sind ungefähr gleichgewichtet. Ich fange mal an mit der Nummer 2. Beinhaltet die Bidirektionalität auch Wetterinformationen, die von Windkraftanlagen geliefert werden? Wenn ja, können Betreiber von Windkraftanlagen noch in euer Projekt einsteigen? Sicher, sehr gerne. Direkt die Antwort. Wir sind noch offen für weitere Daten, die bereitgestellt werden Richtung Deutschen Wetterdienstes. Und würden uns da sehr freuen. Das bezieht sich nicht nur auf Daten für, von Windkraftanlagen, also solche sogenannte SCADA-Daten, sondern auch allgemein, falls Daten in der Wirtschaft erhoben werden. Ja, ich möchte kurz ergänzen, vielleicht, weil es wirklich im Chat schon einen tollen Austausch gab dazu, sehr gerne mich oder den Christopher anschreiben, eine E-Mail-Adresse. Wir sind in dem Forschungsprojekt durchaus schon so auf sowas auf der wie der Zielgerade, aber natürlich sehr gerne nehmen wir da jeden Input, jeden Kontakt und wir melden uns dann definitiv und hauschen nach, ob und wenn ja wieder eine Kollaboration aussehen kann. Gut, vielen Dank. Marc, nächste Frage wäre, werdet ihr alle Daten des DWD verfügbar machen? Also ich kenne allerdings das neue Portal nicht, ne? Oder nur habt ihr jetzt nur bestimmte bereitgestellt, die eben für euer Projekt und eure Zielgruppen interessant sind? Ja, bedingt durch die Vielfalt der Anwendungen und vor allem auch die Vielfalt der Daten des Deutschen Wetterdienstes, die dort bereitgestellt werden, müssen wir uns beschränken auf Teile des Datenschatzes. Und dies haben wir durchgeführt durch die Anforderungsanalysen, dass wir da herausfinden, welche Modelldaten und speziellen Informationen angefragt werden.
Ja, also alle, der DWD ist unglaublich reichhaltig mit seinen Daten, die er bereitstellt. Das ist also unmöglich, alles quasi jetzt aufzugreifen, aber wir richten uns da sehr gerne an den, auch gegebenenfalls über die Zeit sich verändernden Anforderungen. Mhm. Also auch da sehr gerne schreibt, auch da gab es eine Meldung im Chat aus einer anderen Richtung, aus einem anderen Sektor, habe ich schon die Infos jetzt bekommen. Immer her damit. Also wir suchen da ständig nach neuen Dingen natürlich, die aus diesem Fundus noch quasi oben drauf gesetzt werden können oder ja. Ja, so DWD ist ja auch so ein bisschen Richtung Umwelt, ne? Und was ich meine zu beobachten über die vielen Jahre, in denen ich in dem Bereich tätig bin, ist halt, dass man in diesem Bereich generell eine größere Offenheit hat. Also zum Beispiel hat das LFU Baden-Württemberg schon lange viele Daten bereitgestellt, als die öffentliche Vermessungsverwaltung da noch weit davon entfernt war. Ja, okay, vielleicht wird es dann auch für den Deutschen Wetterdienst so gelten. Dann ist auch eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn geplant. Die Bahn würde ja auch viele Wetterdaten benötigen. Ja, vielleicht sage ich da einen Satz zu. Also es gibt einen, aus der Antragsphase gab es bereits die ganz grobe Kontaktaufnahme aus dem existierenden Netzwerk und dem finalen Partnernetzwerk, was dann im Forschungsprojekt zusammenkam. Wir stehen da im Austausch mit einzelnen Abteilungen der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist ja auch ein sehr großer Konzern. Es gibt auch eine Letter of Intent, soweit ich weiß. Das heißt, die sind regelmäßig eingeladen, auch an den entsprechenden Ergebnissen zu partizipieren. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall hin, dass auch da diese Daten durch diesen großen Infrastrukturdienstleister besser nutzbar sind. Gut, vielen Dank für die Antwort. Dann gibt es noch ein Upvote. So gehen die Ideen so weit, dass man später einmal online einen WEA-Typ, also ich nehme an, das bezieht sich auf eine Windkraftanlage, auf einer Karte positionieren und Ertragsdaten zurückbekommen könnte. Tja, also wir haben die Windenergie, also WEA ist ganz sicher eine Windenergieanlage. Okay. Also wir haben entsprechende Projektierer bei uns im Team mit dabei. Das ist sicherlich eine entfernte Idee. Ganz so dynamisch würde ich es Stand jetzt, aber man darf ja auch noch hoffen und wünschen, würde ich es noch nicht sehen. Es geht da, glaube ich, tatsächlich um die Standortfindung und die durchaus, ich sag mal, die Vorprozessierung, und dann gibt es ja auch bei den Windenergieanlagen, die haben ja nicht nichts, die haben ja bereits Systeme, in denen sie ihre Entscheidungen treffen und für da halt entsprechend zuzuarbeiten. Christopher, möchtest du ergänzen? Ja, einmal kurz ergänzen. Und zwar haben wir auch schon in die Richtung gearbeitet, was die Windenergie-Rose angeht, die nämlich auch schon ein Modell, ein typisches Modell, was jetzt noch statisch ist, zugrunde hat. Und dann entsprechend die nicht nur die Windrose, sondern auch die Energierose abgeleitet wird. Das geht schon in diese Richtung. Aber natürlich werden hier keine weiteren Modelle, meteorologische Modelle benutzt, um die höchste Genauigkeit abzuleiten, sondern wir nutzen die Rohdaten des Deutschen Wetterdienstes, zum Beispiel Cosmorea 6 an dieser Stelle. Okay, gut, vielen Dank. Dann kann man natürlich denken, könnte das Ganze jetzt noch weitergehen und können solche Daten weltweit verfügbar gemacht werden? Tja, also im Rahmen des Forschungsprojektes sicherlich nicht. Grundsätzlich lässt sich das natürlich skalieren. Also wir haben uns eine Infrastruktur, also jetzt bei unserer technologischen Infrastruktur überlegt, die durchaus skalierfähig ist. Da würden wir jetzt im Rahmen des Projektes und auch, ich sag mal, mittelfristig jetzt keinen Fokus drauf legen, aber es gibt durchaus auch jetzt schon die Untersuchung, wie das in den Nachbarländern beispielsweise aussieht. Wie ist denn da die Datenlage, um das gegebenenfalls zu erweitern? Okay. Aber in dem Zusammenhang habt ihr einen Überblick, ob diese Offenheit bei den anderen Wetterdiensten auch in gleicher Weise da ist wie beim Deutschen Wetterdienst? Für Europa würde ich das grundsätzlich bejahen wollen, aber das Grundproblem, was dieses Projekt ja irgendwie angehen möchte, ist ja eher so die, nicht so sehr die Offenheit, sondern eher die Auffindbarkeit nebenbei. Also fast alle Behörden oder halbstaatliche Organisationen, die diesen Auftrag erfüllen für die jeweiligen Staaten,
die produzieren eigentlich fast alle eine ganze Menge an Daten und da kommt man auch schon irgendwie dran, aber die schiere Masse an Daten und unterschiedliche Konventionen, das macht es sehr, sehr schwierig, jene zu konsumieren. Mhm. Und es gibt da auch nicht wenige Standards, die das versuchen zu vereinfachen, Metadatenstandards und Open Archive, OAI-Schnittstelle ist vielleicht so jemand für Fachleute, aber es ist wirklich nicht einfach. Ich vermute fast, das wäre schon was Schönes für ein Folgeprojekt. Okay, und vielleicht eine letzte Frage. Wie sieht es in dem Projekt aus mit diesen moderneren, REST-basierten API-Standards? Ja, OGC API-Features und so weiter, ja, ist aktuell in Entwicklung für einzelne Daten. Da geht es um die IMMT-Daten. Letztlich sind das Wetterdaten, Klimadaten, die auf Schiffen erhoben werden. Da werden wir solch eine API aufsetzen, um das auch wiederum nutzbarer zu machen für einen breiteren Kontext. Weitere APIs haben wir auch schon umgesetzt. Natürlich noch nicht nach außen hin offen bisher, aber umgesetzt für Icon-Vorhersagen aus dem EU-Modell und dem D2-Modell sowie für das Modell WarnMoss, wo es statistische Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des Auftritts von Wetterereignissen dargestellt werden. Wir haben schon wieder so viel obendrauf gesetzt an Mehrwert, tatsächlich auf diesen genialen Datensatz, wenn man so drüber nachdenkt. Da sind wir auch sehr froh, dass wir einfach auch die Metadaten entsprechend zu unseren Diensten und zu den Diensten des DWDs auch nochmal ganz explizit führen. Auch da gibt es ein Metadatenportal, um die Sachen dann wiederum auch über verschiedenste Schnittstellen auffindbar zu machen.